Michael von der Heide, das letzte Mal bei uns im Studio gewesen, damals hier in Rust. Inzwischen ist viel passiert. Damals hast du vorgestellt Paola et moi. Und das ist ein Titel aus dem letzten Album gewesen. Jetzt hat es mehr gegeben von der Paola. Ja, es gibt mittlerweile ein ganzes Album, das heisst Paola. Und es ist anlässlich zu meinem 25-jährigen Bühnenjubiläum. Weil das Interessante ist, Paola hat sich vor 25 Jahren sich aus dem Showbusiness zurückgezogen. Und ich habe vor 25 Jahren meinen ersten Talentwettbewerb gewonnen, nämlich den Grand Prix St. Gallen, gerade Bühnenfürstentum Liechtenstein. Und das war es wert, das zu feiern mit einem ganzen Album mit Songs von der Paola. Und es hat auch zwei Duets mit der Paola drauf. Eins hast du schon früher einmal gemacht für das Schweizer Fernsehen. Genau, das ist der Blue Bayou mit einem Spezialtext. Und den haben wir jetzt, also das Publikum hat immer wieder geschrieben, ob es den nicht einmal gibt. Und jetzt war es genau die Möglichkeit gewesen, um den drauf zu tun. Und jetzt hast du weitere Titel von der Paola genommen. Wie hast du die Auswahl getroffen? Ja, Paul hat ja über 150 Songs aufgenommen, es ist wahnsinnig viel und ich habe an diesem Projekt schon über zwei Jahre geschafft. Also ich habe immer wieder aussortiert und gewisse Sachen, also die ganz total Frauen- und Mannenspezifisch sind, die habe ich weggelassen. Und also natürlich meine Lieblingstitel und ein paar Trouvaille habe ich auch gesucht. Also Lieder, die das breite Publikum nicht, kennt, nicht so kennt, wie Le Livre Blanc, wo sie zweite geworden ist im, ich glaube, 79 oder 76 an der Vorausscheidung in der Schweiz. Also ein bisschen so Sachen. Und, ja. Jetzt in der Rust hast du den Titel «Der Teufel und der junge Mann» gesungen und bist überrascht worden von Paola selber. Ja, es war wirklich eine totale Überraschung. Ich hatte die Anfrage für die Sendung und dann habe ich Paola angerufen und gesagt, was soll ich singen in dieser Sendung? Und sie hat den Titel vorgeschlagen. Und es war natürlich also schön, dass die Kinder drin gekommen sind. Und natürlich, dass Paola kommt, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet. Das ist jetzt eine grosse Überraschung. Wie geht es weiter mit dem Album? Ich bin ja, jetzt hatte ich meine grosse Show, ich habe einen Monat lang gespielt, jeden Abend, sehr erfolgreich am Theater am Hechtplatz in Zürich. Und die Show wird wieder aufgenommen ab dem 26. Oktober und am nächsten ab Februar geht es dann auf eine Schweizer Tour. Sind wir gespannt und da können wir dann natürlich alles auch nachlesen auf deiner Webseite. Absolut, ja. Danke. Danke vielmals. Danke dir vielmals.